Schülerzeitung war gestern. Heute machen Schüler Radio. Und zwar in der HBLA Oberwart. 10 Schülerinnen und Schüler waren von einem Klassenprojekt so begeistert, dass sie gleich die Radiostation Prodio gegründet haben. Ab sofort ist der Sender on air und mein erfahrener Radio- und Fernsehkollege Kurt Grenn hat sich das Ganze näher angesehen. Unsere Musik, dein Prodio. Schönen guten Abend allerseits. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Prodio geht heute das erste Mal live on air und ihr könnt mit dabei sein. Thomas Ernst und Julian Friedl in ihrem Element. Sie moderieren ihre erste Live-Sendung auf Prodio. Prodio ist das Kürzel für Produktmanagement und Radio. Entstanden ist das Schulradio im Zuge des Projektunterrichtes. Sinn und Zweck ist eigentlich, jugendliche Schüler für das Medium Radio zu begeistern. Ist der eine Sinn. Der zweite Sinn ist, wir wollen natürlich die Werke, die unsere Schüler vollbringen, natürlich auch in die Öffentlichkeit hinaustragen. Und da ist Radio ein sehr gutes Medium. Mittlerweile hat das Radiovirus an der HBLA Oberwart rasch um sich gegriffen. Das Kernteam besteht aus 10 Schülerinnen und Schülern. Also ich finde es wahnsinnig cool, dass man so flexibel sein muss. Das heißt, kommt dann vielleicht noch schnell ein Beitrag rein, den man dann schnell noch planen muss und dann auf Sendung live spielen. Also das finde ich schon sehr, sehr cool. Möchtest du mal beim Radio arbeiten? Ja, sehr gerne. Ich habe schon auch so eine Sprecherschule gemacht. Und deswegen bin ich schon ein bisschen darauf vorbereitet, aber ich mag schon einmal beim Radio sein. Also ich bin Producer hier bei Prodio, das heißt, dass ich die ganzen Jingles erstelle und auch für das ganze Soundlogo und Sounddesign zuständig bin und auch für das Erstellen der Beiträge bin ich hauptverantwortlich. Möchtest du auch einmal beim Radio arbeiten? Ja, es wäre ein großer Traum von mir, also ich hoffe für die Zukunft. Reporter von Prodio sind bei allen Schulveranstaltungen mit dem Mikro unterwegs. Was auf Sendung geht, entscheidet die Programmchefin. Also wir senden Beiträge, wir senden Musik und unsere Beiträge sind großteils über gegenwärtige Themen, wie zum Beispiel die Trends im Winter oder über bekannte Personen, die wir hier schon im Studio hatten. Ausgestrahlt werden die Sendungen vorerst nur über die Lautsprecheranlage in der Schule. Die zweite Phase, was unsere große Vision ist, ist ein Webradio, das weltweit dann zu hören wäre. Da steht aber noch einiges an Planung an. Das ist aber, wie gesagt, unsere große Vision für die Zukunft. Produziert werden wöchentlich 3 Stunden Programm. Zahlreiche Gäste haben im Prodio-Studio bereits vorbeigeschaut.